So, wir hatten viele Kunden, sehr viele Kunden. Und am 13.02.1945 wurde Unrecht in Dresden verursacht. Am 13.02.1945 fielen Bomben auf Dresden. Die Stadt Dresden war natürlich voll mit Flüchtlingen. Und alles, was heute in den Geschichtsbüchern steht, sind ja nachlesbar. Als Bürger der BRD nach 45 geboren, weit nach 45 geboren, somit auch 15 Jahre nach D-Day geboren, ist alles nur noch Geschichte, jedenfalls für euren Medienkanzler, also für mich. Der Medienkanzler deckt natürlich nicht nur auf in seinem Beruf, sondern hört auch sich alles an und recherchiert. Da gibt es BGH-Urteile, zum Beispiel, da täglich Geld transferiert wird. Wird das Geld transferiert über eine Bank in einem sogenannten Bankschalter oder in einem Forum Bankschalter oder über, also geht über die Ladentheke der Bank, geht das Geld in das Eigentum über der Bank. Derjenige, der das Geld abgibt bei der Bank, hat keine Rechtsgrundlage mehr über das Geld. Es ist nicht mehr sein Geld. In dem Moment, wo das Geld eingelesen wird, ins Konto verbucht oder halt in der Bank selbst verarbeitet wird, wird dadurch vollkommen dieser Transfer dem Kunden entzogen. Bedeutet nach BGH-Urteil, dass derjenige, welcher, der jetzt Geld überweist, nicht mehr in Kenntnis ist dessen, was die Bank dort macht. Die Bank hat ja die Rechtsgrundlage des Geldes übernommen und hat somit das Recht, mit dem Geld umzugehen. Da wir immer mehr transferieren, da wir immer mehr Überweisungen abgeben, ist das ja von gewissen Firmen, vor allen Dingen beruflich großen Firmen, verdammt großen Firmen, Energiefirmen. Grüße, hi. Morgen. Der 13.02.2017 wird schon fast hier so eine Art Plauderstunde. Plauderstunde mit dem Medienkanzler. Ja, mal gucken, ob ich den ganzen Tag hier plaudern kann. Also ich habe eine Menge zu tun gehabt. Heute waren wieder Fotosession, Filmsession. Da sind wir auch nochmal beim Querthema. Unsere Sache hier wird neu gestaltet für alle Künstlerkunden aus allen Sparten. Wir müssen ja auch deren, also Künstler haben ja auch Bewerbungen, aber nennt man E-Casting. Wir stellen manchmal auch E-Casting her im Green Blue Room, aber wir stellen natürlich auch E-Casting her, indem die Kunden uns ihre Sachen bringen, also die Künstler ihre Sachen bringen, wir die dann auf die Timeline schneiden, so wie die Kunden das gerne möchten, und dann machen wir daraus einen eigenständigen Film, einen sogenannten E-Cast, den die dann einreichen, damit die sich dann an irgendeinem Set bewerben für irgendeine Rolle. Oder aber sie schlüpfen in eine Rolle, die Künstler aus allen Sparten, nicht nur Schauspieler, Theater und so weiter. Sie springen dann in eine Rolle und die wird dann da hinten gedreht, aber jetzt geht die Tür auf und deswegen muss ich unterbrechen. So, wir haben immer noch den 13.02.2017. Und ich komme sicherlich noch zu meinem Beitrag 13.02.2017. Denkt dran, wir haben nicht den 13.02.1917. Ja? So, der Herr Steinmeier ist wie gesagt bestätigt worden. Der Herr Steinmeier ist nicht gewählt worden. Eine Wahl sieht irgendwie anders aus. Dann, ne, ist ja auch egal. Weil viele Bürger, denen ist ja eh alles egal. Und ich spreche auch nur für die Online-Bürger, die sich bei Facebook echauffieren, die bei Facebook schreiben, die bei Facebook den Medienkanzler meiner einer also kennen. So, die Plauderstunde mit dem Medienkanzler über Politik ist klar. Wir haben einen rechtlichen Staat, der vereinigt, also einen vereinigten Staat, der sich vereinigt hat, der das beurkundet durch einen sogenannten 2-zu-4-Vertrag, also vier Leute, die uns besiegt haben, die Alliierten, und wir beiden hier, DDR und BRD, wir sind dann 2-zu-4, wir sind jetzt ein. Okay, wir sind jetzt ein rechtlicher Staat, wo wir die Einigkeit im Recht haben, aber die Freiheit, naja, die Freiheit wird uns entzogen. Wird auch alles ziemlich raffiniert gemacht, ist alles so politisch gewollt. Wir haben halt so eine Art Kanarienvogel da, dann haben wir die Rotamseln, ne, Blauamseln und so.
wie die sich da so bunt geben im Bundestag. Also steht man da vor dem Gebäude, spricht man vom Reichstag, ist man im Gebäude, springen sie plötzlich vom Bundestag. Ach, Bund aller Länder, vereinigt euch und wir machen einen Staat, einen Papierstaat. Ein Staat auf dem Papier, mehr ist das nicht. Keine richtige Bundeswehr haben wir mehr, ne? Alles nur noch Freiwillige. Also man liest ja tagtäglich bei Facebook, man erlebt tagtäglich, ich finde das super toll. Online sieht die Welt so aus und offline, also real, sieht die Welt so aus. Normal ist ja da gar nichts mehr, weil was ist denn schon normal und wer will denn schon normal sein? Ich könnte mich ja total tätowieren lassen, dann hätte ich vielleicht auch eine Chance, mehr wie einen Zuschauer zu beglücken. Ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange das jetzt hier alles geworden ist. Dann werde ich heute Abend erst und später könnte ich dann hier, da sind wir nochmal beim Thema, für alle Schauspieler, für alle Künstler aller Sparten, wir machen hier vor Ort eure E-Castings fertig, wir schneiden euch, wir machen euch, bearbeiten die ganze Geschichte, wo ihr schon tätig wart. Wir hatten ja hier vom Tatort, Mord steht ihr gut, Einstein, bei Einstein sind nicht mehr allzu viele Komparsen. Oder Kleindarsteller oder Nebendarsteller. Bei Mord steht ihr gut, oder Mord in der Eifel. Da waren schon einige Komparsen tätig, da wurden auch schon einige Komparsen gebraucht. In einigen Folgen waren die zu sehen. Auch hier Ruhrpott-Revier waren einige tätig im Hintergrund, wo wir dann den Schnitt gemacht haben. Lange ist her, 10 Jahre lang. 10 Jahre lang Stromberg, das war noch Zeit. Ja, man erlebt kaum noch einen von denen, man sieht kaum noch einen von denen, man erlebt, wie gesagt, nicht, man erlebt nicht allzu viel. Ja, muss ich mal gucken hier bei Facebook, ich habe ja Facebook immer am Laufen, so nebenbei. Alle Realkunden, die halt diesen Shop oder den Medienkanzler jetzt hier vor laufender Kamera erleben. Heute am 13.02.2017. Ich komme jetzt. Also der 13.02.2017 war sehr viel Fotosession, Filmsession. Also heute war wirklich viel Foto und Film. Kopie war halt nicht so viel. Und der Versuch, einen Videoclip auf den Weg zu bringen als Medienkanzler, eure Online-Figur. Ja, Medienkanzler, mal schauen, was man aus dieser Figur noch alles machen kann. Meiner einer als Medienkanzler, der versucht, das vereinte Deutschland, vereinigtes Deutschland mal besser zu beleuchten. Also wichtig ist, dass die ganz weit oben, also die Mächtigen, also die, die das Sagen haben, also die, die das Geld verdienen und nicht auf den Groschen achten müssen. Hier, da waren auch Zeiten, Groschen. Okay, wir haben die Groschenzeit gehabt, jetzt haben wir die Eurozeit. Die Groschenzeit war ja auch über 50 Jahre, die war gar nicht mal so schlecht. Ich raschle hier ein bisschen, weil ihr merkt schon, nach diesem Auftrag kommt so langsam wieder die Erkältung. Das Wetter ist auch nicht gerade lustig. Also in Berlin war 2 Grad minus. Hier ist, keine Ahnung, müsste ich gucken, weiß ich gar nicht. Ja, 13.02.2017, gedenken wir Dresden. War also nicht so lustig, war nicht so schön. Na, 13.02.1945, eine überfüllte Stadt mit Flüchtlingen etc. Was ihr da hineininterpretiert hier bei Facebook ist eure Sache. Die Wahrheit, also bei uns bleibt immer die Wahrheit, bei Medienkanzler sowieso. Absolut das Recht, hier wird das Recht und hier wird auch Recht gesprochen aus dem sogenannten Lehrbuch der Rechtsbarkeit, also Rechtsgrundlagen, die Rechtsnatur nennt man sowas. Das natürliche Recht kommt aus der Rechtsnatur. Alles ist nach einem gewissen Recht strukturiert. Man darf ja hier eine Menge. Dennoch, wir nennen also die Freiheit des Wortes, die Freiheit der Sätze, die Freiheit des Schreibens. Naja, einige torpedieren das schon bei Facebook. Aber was soll man da erklären? Man kann gar nicht viel erklären. Die Realität ist auf eine Art verdammt okay hier im Vereinigten Deutschland. Ne? Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigte Staaten von Deutschland. Wäre schon gar nicht mal so schlecht. Ne? Vereinigte Staaten von Deutschland. Ja. Bund aller Länder. Ja. 16 davon haben wir. Ja. Und diese 16 Bundesländer
sind dieses Jahr schon am Wählen. Also Nordrhein-Westfalen wählt im Mai. Wer da noch wählt, 2017, weiß ich jetzt gar nicht, aber jedenfalls wurde das bei der Bundestagssitzung / Bundestag / Präsident Wahl gesagt, dass da auch welche sind, die dieses Jahr schon wählen. Wir wählen ja alle im September den Bund aller Länder, also den Tag, im Bundestag, wählen wir. Ja, jeder hat eine Stimme, aber wen wir da ja wirklich wählen sollten, entzieht sich auch meiner Kenntnis. Also die Rechtsgrundlage ist einfach. Einigkeit im Recht. Recht im, ne? Also wir sind uns alle einig, dass wir Recht haben. Aber dass wir auch Freiheit haben. Na, die nimmt man uns. Also schon mal ab Fernsehen. Also Fernsehen ist keine Freiheit mehr. Dafür zahlen wir bald. Und da sehe ich also in der Beschränkung der Freiheit des Wortes, des Bildes, des Tons, des Seins, des Herstellens. Also da sehe ich schon Bedenken, wenn einem die Freiheit dort genommen wird. Aber jetzt bin ich eher aus dem Konzept, wollte auf was ganz anderes hinaus. Ich meine, der 13.02. ist ja schon ein trächtiger Tag. Der 12.02. war auch ein trächtiger Tag. Da war die Show, ne? Das war eine Unterhaltungsshow. Da wurden 1200 Leute unterhalten durch Wortwitz. Ja? Man sprach vom Dicken, ne? Den alten Karl. Ne? Karl den Großen, 1100 Jahre im Römischen Reich, sprach man. Dann sprach man auch noch von anderen Sachen, auch von Gedenken, andere Sachen. Und man sprach ja auch von den gesamten Bundes nach 45, vor allen Dingen nach. Ne? Dönitz war ja davor der Reichskanzler, der Reichspräsident, Entschuldigung. Der Reichskanzler war ja ein anderer. Ja, also der Reichspräsident war Dönitz, danach Theodor Heuss und so weiter. Wichtig, wir sind alles Bürger nach 45, wir sind alles Bürger nach 49. Was ich mir jetzt hier so ein bisschen frage ist, warum hat Nordrhein-Westfalen ein eigenes Grundgesetz? So manches Land, wo ihr lebt, ja, hat ein eigenes Grundgesetz. Und Nordrhein-Westfalen hat auch ein eigenes Grundgesetz, kein Scherz, von 1959, also 10 Jahre hat danach Nordrhein-Westfalen ein eigenes Grundgesetz bekommen. Also kann doch was nicht stimmen mit den ganzen sogenannten Verfassungen. Also wenn angeblich das Grundgesetz eine Verfassung ist mit dem Namen Grundgesetz, warum hat dann Nordrhein-Westfalen eine eigene Verfassung? Also da sollte man schon mal drüber nachdenken. Einige Bundesländer haben auch eigene Verfassungen, auch 56 erhalten, 1950 erhalten. Also das Grundrecht, genannt Verfassung, ist also nicht im Recht der Verfassung, wenn alle Bundesländer eigene Verfassungen haben. Googelt. Wenn euer Medienkanzler was sagt, googeln. Einfach googeln. Das sind keine Fake News, das sind echte News. Echte News, die wirklich, ne, und so. Grüße. Hallo. Hi.